Wissen ist ganz bestimmt Macht. Wissen war schon immer Macht. Das, was sich verschoben hat gegenüber vielleicht im Mittelalter als Francis Bacon oder im späten, der neuen, frühen Neuzeit, als Francis Bacon das Be den Begriff geprägt hat, ist, dass früher war faktisches Wissen, also allgemein zugängliches Wissen, war selten teuer. Und wenn man es besaß, Wissen über Pflanzenwirkungen, medizinisches Wissen, politisches Wissen, war eine Machtkonstellation. Das ist heute viel öffentlicher zugänglich natürlich, sei es über Bibliotheken oder über natürlich speziell jetzt mit dem Internet. Aber gerade über das Internet haben wir jetzt die Möglichkeit, neue Sphären von Wissen zu erschließen. Denken Sie eben an Big Brother is Watching You, all die Möglichkeiten, die eben Online-Überwachungssysteme bieten mit künstlicher Intelligenz, die Auswertung von Big Data. Und das bringt natürlich eine ganz neue Qualität der Macht in diese Diskussion rein. Eine, ich denke, viel, viel gefährlich ist das falsche Wort, aber eine viel, viel wirksamere, die deswegen auch viel, viel sorgfältiger beachtet werden muss.